Es ist das Nervenzentrum der amerikanischen Militärmacht. Eine fünfeckige Festung zur Verteidigung der Vereinigten Staaten und ihrer Bürger. Was hinter den Betonmauern und Sicherheitsfenstern des Pentagons passiert, dringt nur selten nach außen. In diesem Gebäude sind die sensibelsten Informationen der Nation verborgen. So unglaublich. Sie raubte nach draußen und die anderen klammerten sich an ihren Beinen fest. Und erschreckend. Der Terror geht im Cyberspace weiter. Dass sie vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Bis jetzt. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren, was steht darin geschrieben? Geheime Pläne, unbequeme Wahrheiten, Verschwörungen? Gibt es ein Geheimbuch der USA? Am Westufer des Potomac River nahe Washington D.C. liegt das Symbol amerikanischer Militärmacht. Das Pentagon. Hier haben das US-Verteidigungsministerium und die 5 Teilstreitkräfte des US-Militärs ihren Hauptsitz. Es ist die Kommandozentrale aller amerikanischen Streitkräfte weltweit. Das Pentagon ist Herz, Seele und Hirn unseres Militärs. Hier sitzt die gesamte Spitze des US-Verteidigungsapparates. Das Pentagon ist eine Ikone für Feinde wie Verbündete. Ich fand es immer spannend im Pentagon. Man konnte dort was bewegen und es war immer was los. Es war nie langweilig, ein Abenteuer. Die Ausmaße des Fünfecks sind gigantisch. Mit einer Büro- und Nutzfläche von mehr als 340.000 Quadratmetern ist das Pentagon der größte Büroflachbau der Welt. Seine rund 28 Kilometer Flure und Korridore ähneln einem Labyrinth. Trotz dieser enormen Ausmaße lässt sich jeder Punkt innerhalb des Gebäudes in kürzester Zeit erreichen. Durch die fünfeckige Form braucht man nie länger als 7 Minuten von A nach B, zum Beispiel von Korridor 10 bis zu Korridor 2, 3 oder 5. Für viele ist das Pentagon mehr als ein Gebäude, fast schon ein Lebewesen. Laut der Presse kann es sogar sprechen. In der Zeitung steht oft, das Pentagon hat gesagt, gäbe es ein Geheimbuch der USA, stünde darin wohl über das Pentagon, hier beginnt die Verteidigung der USA. Unter den 23.000 Menschen, die täglich im Pentagon arbeiten, sind Militärs wie auch Zivilpersonen. Um diesen Organismus rund um die Uhr voll einsatzfähig zu halten, verfügt das Gebäude über eine hervorragende Verkehrsanbindung, gastronomische Einrichtungen sowie zahlreiche Einzelhändler. Hier wird 24 Stunden am Tag gearbeitet. Als ich im Pentagon anfing, war ich überrascht, dass es nicht nur ein Bürogebäude ist, sondern praktisch eine kleine Stadt mit eigener Infrastruktur. Kaum jemand weiß, dass es dort zum Beispiel eine Apotheke und ein Schuhgeschäft gibt. Es ist wirklich eine Stadt für sich. Den täglichen Betrieb dieser Stadt regelt ein vom Verteidigungsminister eingesetzter ziviler Verwalter, von Insidern auch Bürgermeister genannt.
Zu den 23.000 Menschen, die hier arbeiten, kommen noch bis zu 5.000 Besucher am Tag. Man managt also im Prinzip eine Kleinstadt. Es gibt Krankenhäuser, Arztpraxen, Restaurants, ein Konferenzzentrum, Bibliothek, Fitnesscenter, Polizei und Feuerwehr. Ein komplexer Organismus, so wie jede Stadt. Die Mitarbeiter des Pentagons nutzen den Haupteingang an der Südostseite. Für ranghohe Militärs und führende Politiker gibt es Sondereingänge. Der Verteidigungsminister betritt das Gebäude durch den repräsentativen River Entrance. Da oben ist sein Büro. Auch der Präsident benutzt diesen Eingang, wenn er ins Pentagon kommt. Wenn ausländische Verteidigungsminister zu Besuch sind, findet der offizielle Empfang auf dem Platz davor statt. Namensgeber des Eingangs ist der Potomac River. Den Mall Entrance hier benutzen die Staatssekretäre der Army und der Navy. Ihre Diensträume liegen dort im zweiten und dritten Stock. Aber beinahe wäre dieser fünfseitige Entwurf mit seinen fünf Stockwerken und fünf Ringen gar nicht gebaut worden. Der US-Kongress fürchtete höhere Kosten als bei einem traditionellen Bau. Die fünfseitige Form ist ein historischer Zufall. Das ursprünglich vorgesehene Bauland nahe der Memorial Bridge war fünfeckig. Gebaut wurde das Pentagon letztlich auf einem anderen Grundstück. Man hätte die Form also ändern können. Die Architekten hatten aber erkannt, dass ein Fünfeck besser funktioniert als ein großes Rechteck. Das Pentagon sollte ursprünglich nur eine Übergangslösung sein. Dieser Plan wurde aber bald verworfen. Aus welchem Grund? Und warum wurde genau 3 Monate vor dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor mit dem Bau begonnen? Wollte die Regierung das Land heimlich auf einen Krieg vorbereiten, den sie für unvermeidbar hielt? Bis dahin war das Kriegsministerium auf 17 Gebäude in ganz Washington D.C. verteilt. Generalstabschef der Army, George C. Marshall, beauftragte seinen obersten Bauleiter damit, einen Plan zu entwerfen, wie man alle Stellen des Ministeriums unter ein Dach bringen könnte. Präsident Roosevelt genehmigte den Megabau. Er hatte vor, das Pentagon nach dem Krieg als Aktenarchiv zu nutzen. Washington. 7. Dezember 1941. Die Japaner bombardieren Pearl Harbor. A date which will live in infamy. Als die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eintreten, wird der Bau des Pentagons beschleunigt. Denn ein zentraler Standort des Kriegsministeriums ist nun wichtiger und dringlicher als je zuvor. Vor Pearl Harbor waren rund 4.000 Arbeiter mit dem Bau des Pentagons beschäftigt. Danach hat man Vollgas gegeben. Jetzt war alles möglich. Zu Spitzenzeiten waren 15.000 Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt. Der Bau des Pentagons war im Wettlauf mit der Zeit. Die Architekten und Bauzeichner kamen mit den Plänen kaum hinterher. Eine Welle von Patriotismus und auch Panik trieben den Bau des Gebäudes voran. Nach nur 16-monatiger Bauzeit war der neue Sitz des Kriegsministeriums fertiggestellt. Bis heute ist er die Kommandozentrale des US-Militärs. Dies ist der Innenhof des Pentagons. Der Pavillon hinter mir ist heute ein Kiosk. Auf dem Dach sitzt eine kleine Eule. Als ich während des Kalten Krieges anfing, für das Pentagon zu arbeiten, nannte man diesen Bereich Ground Zero.
Wir waren überzeugt, das Fadenkreuz einer Atombombe sei genau auf diese Eule gerichtet. Wenn ich als junger Offizier hier im Pentagon unterwegs war, habe ich manchmal eine Abkürzung durch den Innenhof genommen. Und jedes Mal stellten sich mir dabei die Nackenhaare auf. Ich war sicher, jeden Moment fällt mir die Bombe auf den Kopf. Aber welche Strategien werden hinter diesen Mauern im 21. Jahrhundert entwickelt? Ein Großteil dessen, was hier passiert, ist alltägliche Büroarbeit. Aber hier werden natürlich auch geheime Pläne und Strategien entwickelt, Geheimdienstinformationen ausgewertet oder wichtige Meetings abgehalten. All das geschieht allerdings hinter verschlossenen Türen. Im Pentagon werden alle wesentlichen Entscheidungen getroffen, die das US-Militär betreffen. Hier sitzen die wichtigsten Leute der amerikanischen Streitkräfte. Dadurch ist das Pentagon auch eine Zielscheibe für Terroristen. Es ist ein Angriffsziel, weil es die militärische Stärke Amerikas symbolisiert und alle ranghohen Entscheidungsträger der US-Streitkräfte beherbergt. September 11, 2001. Mit entführten Linienflugzeugen verübt das Terrornetzwerk Al-Qaida Anschläge auf die USA. Die Ziele, Orte von strategischer, wirtschaftlicher, politischer und militärischer Bedeutung. Der 11. September begann wie ein ganz normaler Tag. Gegen 8:45 kam dann eine Kollegin rein und fragte, ob ich schon wisse, was in New York passiert sei. Ich wusste von nichts und sie sagte, das musst du dir ansehen. She said, well, you have to come see. Wir sahen, was in New York passierte und wussten also, dass irgendetwas los war. Am selben Morgen war American Airlines Flug 77 von Washington Dulles International Airport nach Los Angeles gestartet und über Ohio entführt worden. Was niemand ahnte, die Boeing 757 befand sich auf direktem Kurs auf das Pentagon. Als sich das Flugzeug dem Gebäude näherte, flog es einmal um das Pentagon herum und ging dann in den Sinkflug über. Ich ging gerade in mein Büro, als ich ein dumpfes Donnern hörte. Dann fingen die Lampen im Zimmer an zu flackern. Um 9.37 Uhr schlug die Maschine mit 6 Besatzungsmitgliedern, 53 Passagieren und 5 Entführern an Bord in die Westseite des Pentagons ein. Beim Einschlag war das Flugzeug 850 Stundenkilometer schnell. Die vollen Tanks explodierten sofort. Die Westseite des Pentagons ging in Flammen auf. Es gab eine riesige Explosion, so etwas hatte ich noch nie gehört. Und dann kam von hinten links ein Feuerball angerollt, der sich unter der gesamten Decke ausbreitete. Es wurde unerträglich heiß. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Dieser massive Beton- und Stahlbau hat gebebt, als das Flugzeug einschlug. Das Flugzeug bohrte sich durch 3 der 5 Ringe und wurde dabei von den Betonpfeilern zerfetzt. Tausende Liter Kerosin gingen in Flammen auf. Feuerbälle wälzten sich durch die Flure und in die Büros. Ich wurde durch die Luft geschleudert und wusste nicht mehr, wo ich war. Als hätte jemand das ganze Zimmer hochgehoben und es wie eine Puppenstube durchgeschüttelt. Ich habe die Hände ausgestreckt, weil ich nichts sehen konnte, aber alles war glühend heiß, selbst der Fußboden. Auf allen Vieren habe ich versucht, irgendwie da rauszukommen. Während die Feuerwehr gegen das Inferno ankämpft, versuchen Rettungskräfte, Überlebende aus den Trümmern zu bergen.
Männer rannten ins Gebäude, wurden von einem Feuerball überrollt, aber holten trotzdem andere daraus. Eine Frau lief zurück ins Gebäude und geriet ins Feuer. Als sie rausrobte, klammerten sich andere an ihre Beine. Eingeschlossene versuchten, Fenster einzuschlagen. Die Helfer hatten aber kein Werkzeug, also mussten sie die Scheiben mit bloßen Händen zertrümmern. Zum Schrecken seiner Sicherheitsleute kam Verteidigungsminister Rumsfeld herübergelaufen, um Verletzten auf Tragen zu helfen. Ziemlich bemerkenswert. Es war beeindruckend zu sehen, wie Menschen zurück ins Gebäude liefen, um ihre Kollegen zu retten. Oft konnten sie nur mit Hilfe der Stimme herausleiten, denn man konnte nichts sehen. Dann habe ich eine Stimme gehört, die sagte, ich müsse durch die Tür auf der anderen Seite des Zimmers. Ich wusste nicht, wo ich war, bin aber einfach in Richtung dieser Stimme gerobbt. Ich habe gemerkt, dass die Richtung stimmte, denn die Hitze wurde weniger. Ich bin dann weitergekrochen, bis ich mit dem Kopf gegen eine Wand stieß. Dann habe ich mich nach rechts gedreht und habe mich entlang der Wand bis hinaus in den Flur durchgeschlagen. 5 Kollegen waren mit mir im Raum gewesen, aber nur ich kam lebend raus. Feuerwehrleute und Rettungskräfte hatten mit dichtem Rauch und extremer Hitze zu kämpfen, als sie anfingen, nach den etwa 800 Vermissten zu suchen. Durch die flache und breite Form des Gebäudes schwächte sich das Feuer kaum ab. Es war stellenweise so heiß, dass die Feuerwehr mit ihrer Ausrüstung nichts ausrichten konnte. Bei normalen Bränden bleiben die Leute dem Feuer fern. Aber hier im Pentagon hatte es die Feuerwehr mit Angehörigen des Militärs zu tun. Und die wollten sofort zurück in das brennende Gebäude. Für sie war Krieg. Die Feuerwehr hätte das gesamte Pentagon am liebsten geräumt. Aber die Leute sagten, unser Land wird angegriffen, wir gehen nicht. Die Feuerwehr musste also in einem Teil des Gebäudes löschen, während gleichzeitig in einem anderen weitergearbeitet wurde. Doch wie gefährlich war es zu diesem Zeitpunkt im Pentagon? Und war die nationale Sicherheit bedroht? Nur wenige kannten das wahre Ausmaß der Schäden. Die Büros des Armeegeneralstabs und die Kommandozentrale der Navy waren völlig zerstört. Das Kontrollzentrum des Verteidigungsministeriums blieb zunächst intakt, war aber durch die Flammen gefährdet. Zu allem Übel drohte ein Wetterumschwung, das Feuer weiter anzufachen. Es war sehr windig und plötzlich schossen Flammen aus dem Dach. Der Einsatzleiter schickte seine Feuerwehrleute aufs Dach des Pentagons. Sie taten alles, um das Feuer zu löschen. Denn sie wussten, es ging um die nationale Sicherheit. Das Feuer kam den Satelliten und Computeranlagen auf dem Dach immer näher, über die das Pentagon mit seinen Truppen und Befehlshabern weltweit in Verbindung steht. Wäre diese Verbindung zerstört worden, hätte das katastrophale Folgen gehabt. Das Kontrollzentrum des Verteidigungsministeriums ist eine Art Tresor mit allen vertraulichen Informationen von weltweiter Relevanz. Es ist rund um die Uhr besetzt. Von dort aus werden der Präsident und der Verteidigungsminister über die aktuelle Lage informiert. Und nur sie sind befugt, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Das Pentagon musste unbedingt in Betrieb bleiben, um das US-Militär einsatzfähig zu halten. Das Kühlsystem und die Elektrik des Pentagons mussten ebenfalls weiterlaufen, sonst wären sofort alle Computer abgeschaltet worden. Und ohne Computer kann man kein Militär mehr führen. Auch der Wasserdruck musste aufrechterhalten werden, um die Löscharbeiten nicht zu gefährden.
Einige Techniker riskierten in dem dichten Rauch ihr Leben, als sie versuchten, Wasserleitungen zu schließen. Alles, um die Kommandozentrale zu retten. In dem zerstörten Gebäudeteil flogen Akten mit streng geheimen Dokumenten herum. Unter Hochdruck versuchten Sicherheitsleute, die Informationen über weltweite Militäroperationen aus den Trümmern zu bergen. Die Sicherheitsleute versuchten, alle Tresore und Aktenschränke zu bergen, die geheime Informationen enthielten. Die Navy SEALs zum Beispiel wollten Dokumente mit Informationen über ihre Vorgehensweise und wichtige Geheimdienstinformationen sichern. Denn ihr Büro war zu diesem Zeitpunkt frei zugänglich. Nach Aussage von Feuerwehrleuten segelten dort Papiere mit der Aufschrift Top Secret durch die Rauchschwaden. Documents labeled Top Secret literally floating on wafts of smoky air. Als sich der Rauch verzog, zählte man 189 Tote und Hunderte Verletzte. Nichts war mehr wie zuvor, weder im Pentagon noch im Rest der USA. September 2001. Die brutalen Anschläge vom Vortag hatten die Welt verändert. Aber im Pentagon wollten die Menschen sich davon nicht einschüchtern lassen. Am nächsten Tag bot sich ein seltsamer Anblick. Menschen gingen von der U-Bahn-Station zum Pentagon, das noch immer brannte. Trotzdem kamen sie zur Arbeit. Jeder, der hier arbeitete, erschien zum Dienst. Das Gebäude brannte noch immer. Diese Seite war eingestürzt. Aber alle waren da. 48 Stunden nach dem Anschlag hatte die Feuerwehr den Brand endlich unter Kontrolle. Die Aufräumarbeiten konnten beginnen. Es dauerte ein paar Tage, bis sie das Feuer im Dachgeschoss unter Kontrolle hatten. Das war sehr schwierig und gefährlich. Das Flugzeug hatte die drei äußeren Ringe von Gebäudeteil 1 völlig zerstört und 189 Menschen getötet. Aber warum sind nicht noch viel mehr Menschen dabei umgekommen? Immerhin arbeiten jeden Tag rund 23.000 Leute im Pentagon. Das Pentagon wurde gerade renoviert und dieser Gebäudeteil gerade erst fertiggestellt. Wäre die Maschine einen Monat später ins Pentagon eingeschlagen, hätte es dort viel mehr Tote gegeben. Das Flugzeug traf den Teil des Gebäudes, der als einziger flächendeckend mit einer Sprinkleranlage ausgestattet war. Nur dort gab es Panzerglasfenster, stahlverstärkte Wände und eine Splitterschutzverkleidung. Aus den Renovierungsarbeiten wurde über Nacht ein Wiederaufbau. Aber warum musste alles so schnell gehen? Man wollte schnell wieder voll handlungsfähig sein. Hinzu kam die große symbolische Bedeutung. Das Pentagon sollte besser werden als je zuvor. Die Arbeiter selbst hatten die Idee, das Gebäude bis zum ersten Jahrestag der Anschläge fertig zu haben. Diesen Wiederaufbau nannten sie Phoenix Project. Das war für alle eine Frage von Ehre und Nationalgefühl. Zu Spitzenzeiten haben 4000 Leute gleichzeitig am Wiederaufbau gearbeitet. Sie wollten den Terroristen zeigen, wie Amerikaner reagieren, wenn man ihnen so etwas antut. Viele waren rund um die Uhr hier. Wenn ich zur Baustelle kam, fand ich Männer vor, die auf dem Hubschrauberlandeplatz schliefen, um irgendetwas mit mir zu besprechen, wenn ich eintraf. Durch diesen enormen Einsatz gingen die Arbeiten zwar schnell voran, es hätte aber nicht ausgereicht, um die selbstgesetzte Frist zum Jahrestag einzuhalten.
Welche ungewöhnlichen Maßnahmen wurden also ergriffen, dass das Pentagon trotzdem noch rechtzeitig fertig wurde? Wir machten immer erst den Tagesplan und dann die Zeichnungen, anstatt andersherum. Einmal wollten wir eine Wand bauen, in die dann Rohre verlegt werden sollten. Die Wand war aber noch nicht fertig, also haben wir zuerst die Rohre verlegt und die Wand drumherum gebaut. Normalerweise läuft das natürlich andersrum. Alle waren sehr flexibel. Gleichzeitig wurden aber auch neue, strengere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Mitarbeiter zukünftig besser zu schützen oder solche Angriffe bestenfalls zu verhindern. Die Straße 110 wurde etwas nach Osten verlegt und die Westseite des Gebäudes verstärkt. Dort ist jetzt ein Damm und eine Schutzwand. Und wir haben noch andere Sicherheitsmaßnahmen eingebaut. Sollte eine feindliche Maschine in die Flugverbotszone eindringen, wird sie es kaum bis hierher schaffen. Die neuen Sicherheitsvorkehrungen sind geheim, um Terroristen keine neuen Angriffsstrategien für das Pentagon zu liefern. Am Pentagon zeigt sich, was der 11. September angerichtet hat. Böse Menschen können großen Schaden anrichten, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Einige hochsensible Bereiche innerhalb des Pentagons wurden nach streng geheimen Maßgaben umgebaut. In einigen dieser Bereiche, wie den Einsatzzentralen, wird an konkreten Missionen gearbeitet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir wissen auch nicht über alles Bescheid. Und selbst wenn, könnten wir nichts dazu sagen. Im zerstörten Gebäude Teil 1 wurden mehr als 9 Hektar instand gesetzt und mit Panzerglasfenstern sowie völlig neuen Kommunikationseinrichtungen ausgestattet. Der Wiederaufbau, das sogenannte Phoenix Project, wurde einen Monat früher als geplant beendet. Ein würdiger Abschluss für dieses monumentale Wiederaufbauprojekt. Am 11. September 2002 konnten die Leute wieder in ihre Büros einziehen. Für alle, die am Bau beteiligt waren, war das bestimmt das bedeutendste Ereignis ihrer Laufbahn. Pentagon Memorial. We claim this ground in remembrance of the events of September 11th, 2001. The steps directly behind me. Direkt dort hinter mir schlug das Flugzeug damals ein. Das schicksalhafte Datum wurde in diesen geschwärzten Kalksteinblock gemeißelt, der nach Beendigung des Phoenix-Projekts genau ein Jahr später eingesetzt wurde. Am 11. September 2002. September 11th, 2002. Als Reaktion auf die Terroranschläge wurden die Sicherheitsbestimmungen für das Pentagon verstärkt. Sowohl für das umliegende Gelände als auch im Inneren des Gebäudes. Vor dem 11. September gab es im Pentagon eine Polizeitruppe, eine Art Sicherheitsdienst. Danach wurde die Pentagon Force Protection Agency gegründet. Diese sogenannten Pentagon-Polizisten sind den Mitarbeitern hier eher lästig. Sobald etwas mit dem Dienstausweis nicht stimmt, lassen sie einen nicht mehr rein. Aber für die Sicherheit im Pentagon sind sie äußerst wichtig. Bei der Zugangskontrolle verwenden wir die allerneueste Technik. Dieser Bereich entwickelt sich ja ständig weiter. Von Netzhaut bis Handgeometrie-Scannern gibt es da alles Mögliche. Die Pentagon-Polizei ist auf alles vorbereitet. Ihre Mitarbeiter sind für den Umgang mit chemischen, biologischen, radiologischen und sogar nuklearen Gefahren geschult. Mein Motto lautet: Wir schützen die, die unser Land schützen. Das macht unseren Leuten klar, dass sie hier eine wichtige Rolle spielen.
Die Männer tun alles, um einen Angriff von außen zu verhindern. Aber wie stellt man sicher, dass aus dem Innern des Pentagon nichts nach außen dringt, das die Sicherheit der USA gefährdet? Die geheimsten Informationen der Nation sind in diesem Gebäude verborgen und in gewissen Köpfen. And in some cases they're held within certain minds. Die Defense Intelligence Agency, kurz DIA, ist einer der wichtigsten Nachrichtendienste der USA. Die DIA beschäftigt sich vor allem mit Militäreinsätzen. In den letzten 10 Jahren, insbesondere im Irak und in Afghanistan, liefen die geheimdienstlichen Informationen, die an die Front gingen, über die DIA. Und die DIA ist nicht der einzige Nachrichtendienst im Pentagon. Hier sitzt auch die National Security Agency, der größte und völlig im Geheimen agierende Nachrichtendienst der USA. Die National Security Agency, kurz NSA, ist das Ohr der Regierung. Sie analysiert Kommunikationssignale wie Telefonate, Faxübertragungen, E-Mails oder SMS. Ihr globales System umfasst Satelliten, Telefon- und Internetüberwachung. Sie nimmt alles unter die Lupe, was elektronisch ist, Daten enthält und verschickt wird. Wenn ich wetten sollte, welche Behörde die meisten Geheimnisse verwaltet, würde ich auf die NSA tippen. Auf jeden Fall sammelt sie die meisten Daten. Doch welche speziellen Regeln gibt es für die Übermittlung solcher geheimen Informationen innerhalb des Pentagon? Wie werden sie gesichert? Und wie wird gewährleistet, dass sie tatsächlich nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten zugänglich sind? Papiere werden von autorisierten Boten übergeben, teils in verschlossenen Aktentaschen. In diesem Gebäude, in dem 23.000 Menschen arbeiten, gibt es viele geheime Unterlagen. Ich bin dafür zuständig, sie vor denen zu schützen, die den USA schaden wollen. Es gibt unterschiedliche Geheimhaltungsstufen für unterschiedliche Informationen. Nur wer für seinen Job diese Informationen zwingend benötigt und den entsprechenden Status hat, darf darauf zugreifen. Die Klassifizierungen reichen von nur für Amtsträger, über streng geheim, bis hin zu SCI. Das sind Informationen höchster Geheimhaltungsstufe. Gespräche über solche Geheimsachen sind im Pentagon streng verboten. Außer in sogenannten SCIFs, abhörsicheren Räumen. Im Pentagon gibt es viele dieser abgeschirmten Kommunikationsbereiche, genannt SCIFs. Dort können die Zugangsberechtigten sensible Informationen austauschen. Diese Räume sind durch verschiedene Materialien abgeschirmt oder mit Störsendern ausgestattet, die jeglichen Lauschangriff auf das Pentagon, insbesondere durch Wanzen oder Ähnliches, vereiteln. Geschredderte Geheimdokumente werden penibel entsorgt, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Eine sogenannte Burn Bag ist eine speziell gekennzeichnete Papiertüte für vertrauliches oder sensibles Material. Diese Tüten werden täglich abgeholt und zur Verbrennungsanlage des Pentagons gebracht. Wissen ist Macht. Das gilt besonders in den exklusiven Zirkeln des Pentagon. Aber welche Informationen gelten hier als besonders wertvoll? Nachrichtendienste wollen Ereignisse vorhersehen. Sie sammeln Daten, mit denen sie versuchen, in die Zukunft zu schauen, wie mit einer Kristallkugel.
Im Juli 2011 stellte das US-Verteidigungsministerium seine erste offizielle Cyberstrategie vor. Neben der traditionellen Aufgabe, Amerika an Land, in der Luft und auf See zu verteidigen, will das Pentagon nun auch Gefahren aus dem Cyberspace bekämpfen. Das Pentagon wird nicht nur physisch angegriffen. Tagtäglich muss es auch hunderte virtuelle Attacken abwehren. Unsere Feinde versuchen auf diese Weise, unsere Kommunikationswege, Computer, Hardware und Software zu infiltrieren, um den Sicherheitsapparat der USA lahmzulegen. Der Terror geht im Cyberspace weiter. In den letzten zwei Jahren haben wir Billionen Dollar an geistigem Eigentum verloren. Das Schwierige ist, dass man gar nicht merkt, wenn Daten geklaut werden, weil man sie weiter benutzen kann. Klaut jemand Ihr U-Boot, merken Sie sofort, dass es weg ist. Im Jahr 2008 kam es zum bisher gravierendsten Einbruch in das amerikanische Militärnetz, als ein ausländischer Geheimagent im Nahen Osten einen infizierten USB-Stick an einen Laptop der Regierung anschloss. Das Virus installierte sich unbemerkt im Netzwerk des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten und entwendete Daten. Aus dem Vorfall haben wir gelernt, dass man Behörden und Ministerien auch angreifen kann, wenn sie gar nicht online sind. So zum Beispiel, wenn ein infizierter USB-Stick an ein Netzwerk angeschlossen wird, das offline ist. Das ist vergleichbar mit der Zeit des Kalten Krieges. Man schickt einen Spion als Besucher getarnt in eine Regierungseinrichtung, wo er dann versucht, Dokumente zu stehlen. Cyber Command ist die US-Behörde zum Schutz der digitalen Infrastruktur gegen die heutigen Bedrohungen. Aber wie könnte ein möglicher Gegenschlag aussehen? Im Iran hat kürzlich das Stuxnet-Virus etwas Interessantes gezeigt. Offenbar war es in der Lage, das dortige Nuklearprogramm praktisch herunterzufahren und schätzungsweise um 1 bis 3 Jahre zurückzuwerfen. Ein unglaubliches Potenzial. Wer sind die Hacker, die es auf die Server und Systeme des Pentagon abgesehen haben? Viele glauben, dass die Chinesen, die Russen und vielleicht sogar einige Verbündete der USA das Pentagon im Visier haben. Zugang zu Netzwerken des US-Militärs könnte zum Beispiel ausländischen Spionen nützen oder auch Unternehmen, die Informationen über die Konkurrenz wollen. Was das Pentagon zunehmend beunruhigt, sind andere Regierungen, Militärs und Spione, vor allem in China, von wo viele Übergriffe ausgingen, einige sogar erfolgreich. Und auch Russlands Geheimdienste sind nach wie vor sehr an den Aktivitäten des US-Militärs interessiert. Dank der Anonymität im Internet können Angreifer unerkannt zuschlagen. Es ist eine große Herausforderung für uns herauszufinden, wer hinter einem Angriff steckt. Solange die Vereinigten Staaten Feinde haben, ist und bleibt das Pentagon ein potenzielles Angriffsziel, ob real oder im Cyberspace. Der 11. September hat gezeigt, dass dieses riesige Gebäude nur schwer zu schützen ist. In ganz Washington sind Stinger-Raketen positioniert, falls wieder jemand einen Anschlag mit einem Flugzeug versucht. Der Hauptsitz des Verteidigungsministeriums befindet sich im Pentagon. Aber gibt es anderswo geheime Standorte, von wo aus die Militärführung im Notfall agieren könnte? Es gibt mehrere geheime Standorte. Aber ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, wo. Einige glauben, im Berg Raven Rock in Pennsylvania gäbe es eine solche Anlage, Site R genannt. Gibt es dort eine Art Ersatz-Pentagon?
Es ist ein ausgeklügelter Komplex im Inneren eines Berges. Im Fall eines Atomkriegs würde die Regierung von hier aus die Geschicke des Landes weiter lenken. Die Anlage ist atombombensicher und verfügt über Kommunikationseinrichtungen, die der Präsident und der Verteidigungsminister brauchen, um das Militär zu befehligen und bei Bedarf das Atomwaffenarsenal einzusetzen. The ability to launch the strategic nuclear arsenal, if necessary. Seit 1943 steht das Pentagon für die Stärke und militärische Schlagkraft der Vereinigten Staaten. Aber Insider wissen, dass die wahre Stärke dieser Institution nicht das Gebäude ist. Das Außergewöhnliche ist nicht der Beton oder der Kalkstein, auch nicht die Länge der Flure. Es sind die 23.000 Menschen, die hier täglich arbeiten. Erst sie machen dieses Gebäude zu etwas Besonderem. Hier denken wir ständig über zukünftige Bedrohungsszenarien nach. Eine größere Ansammlung von Geheimnissen gibt es wahrscheinlich nirgends. Denn hier geht es um nichts Geringeres als die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Wenn die Bürger schlafen gehen, wird im Pentagon weitergearbeitet. Mitarbeiter verfolgen rund um die Uhr, was auf der Welt passiert, um dieses Land zu schützen. In dem zerstörten Gebäudeteil flogen Akten mit streng geheimen Dokumenten herum. Unter Hochdruck versuchten Sicherheitsleute, die Informationen über weltweite Militäroperationen aus den Trümmern zu bergen. Die Sicherheitsleute versuchten, alle Tresore und Aktenschränke zu bergen, die geheime Informationen enthielten. Die Navy SEALs zum Beispiel wollten Dokumente mit Informationen über ihre Vorgehensweise und wichtige Geheimdienstinformationen sichern. Denn ihr Büro war zu diesem Zeitpunkt frei zugänglich. Nach Aussage von Feuerwehrleuten segelten dort Papiere mit der Aufschrift Top Secret durch die Rauchschwaden. Als sich der Rauch verzog, zählte man 189 Tote und Hunderte Verletzte. Nichts war mehr wie zuvor, weder im Pentagon noch im Rest der USA. September 2001. Die brutalen Anschläge vom Vortag hatten die Welt verändert. Aber im Pentagon wollten die Menschen sich davon nicht einschüchtern lassen. Am nächsten Tag bot sich ein seltsamer Anblick. Menschen gingen von der U-Bahn-Station zum Pentagon, das noch immer brannte. Trotzdem kamen sie zur Arbeit. Jeder, der hier arbeitete, erschien zum Dienst. Das Gebäude brannte noch immer. Diese Seite war eingestürzt. Aber alle waren da. 48 Stunden nach dem Anschlag hatte die Feuerwehr den Brand endlich unter Kontrolle. Die Aufräumarbeiten konnten beginnen. Es dauerte ein paar Tage, bis sie das Feuer im Dachgeschoss unter Kontrolle hatten. Das war sehr schwierig und gefährlich. Das Flugzeug hatte die drei äußeren Ringe von Gebäudeteil 1 völlig zerstört und 189 Menschen getötet. Aber warum sind nicht noch viel mehr Menschen dabei umgekommen? Immerhin arbeiten jeden Tag rund 23.000 Leute im Pentagon. Das Pentagon wurde gerade renoviert und dieser Gebäudeteil gerade erst fertiggestellt. Wäre die Maschine einen Monat später ins Pentagon eingeschlagen? Er hatte vor, das Pentagon nach dem Krieg als Aktenarchiv zu nutzen. For all the paperwork that was filling up Washington. 7. Dezember 1941. Die Japaner bombardieren Pearl Harbor. A date which will live in infamy.
Als die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eintreten, wird der Bau des Pentagons beschleunigt. Denn ein zentraler Standort des Kriegsministeriums ist nun wichtiger und dringlicher als je zuvor. Vor Pearl Harbor waren rund 4000 Arbeiter mit dem Bau des Pentagons beschäftigt. Danach hat man Vollgas gegeben. Jetzt war alles möglich. Zu Spitzenzeiten waren 15.000 Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt. Der Bau des Pentagons war ein Wettlauf mit der Zeit. Die Architekten und Bauzeichner kamen mit den Plänen kaum hinterher. Eine Welle von Patriotismus und auch Panik trieben den Bau des Gebäudes voran. Nach nur 16-monatiger Bauzeit war der neue Sitz des Kriegsministeriums fertiggestellt. Bis heute ist er die Kommandozentrale des US-Militärs. Dies ist der Innenhof des Pentagons. Der Pavillon hinter mir ist heute ein Kiosk. Auf dem Dach sitzt eine kleine Eule. Als ich während des Kalten Krieges anfing, für das Pentagon zu arbeiten, nannte man diesen Bereich Ground Zero. Wir waren überzeugt, das Fadenkreuz einer Atombombe sei genau auf diese Eule gerichtet. Wenn ich als junger Offizier hier im Pentagon unterwegs war, habe ich manchmal eine Abkürzung durch den Innenhof genommen. Und jedes Mal stellten sich mir dabei die Nackenhaare auf. Ich war sicher, jeden Moment fällt mir die Bombe auf den Kopf. Aber welche Strategien werden hinter diesen Mauern im 21. Jahrhundert entwickelt? Ein Großteil dessen, was hier passiert, ist alltägliche Büroarbeit. Aber hier werden natürlich auch geheime Pläne und Strategien entwickelt, Geheimdienstinformationen ausgewertet oder wichtige Meetings abgehalten. All das geschieht allerdings hinter verschlossenen Türen. Im Pentagon werden alle wesentlichen Entscheidungen getroffen, die das US-Militär betreffen. Hier sitzen die wichtigsten Leute der amerikanischen Streit. Und selbst wenn, könnten wir nichts dazu sagen. Im zerstörten Gebäude Teil 1 wurden mehr als 9 Hektar instand gesetzt und mit Panzerglasfenstern sowie völlig neuen Kommunikationseinrichtungen ausgestattet. Der Wiederaufbau, das sogenannte Phoenix Project, wurde einen Monat früher als geplant beendet. Ein würdiger Abschluss für dieses monumentale Wiederaufbauprojekt. Am 11. September 2002 konnten die Leute wieder in ihre Büros einziehen. Für alle, die am Bau beteiligt waren, war das bestimmt das bedeutendste Ereignis ihrer Laufbahn. The Pentagon Memorial. We claim this ground in remembrance of the events of September 11, 2001. Direkt dort hinter mir schlug das Flugzeug damals ein. Das schicksalhafte Datum wurde in diesen geschwärzten Kalksteinblock gemeißelt, der nach Beendigung des Phoenix-Projekts genau ein Jahr später eingesetzt wurde, am 11. September 2002. Als Reaktion auf die Terroranschläge wurden die Sicherheitsbestimmungen für das Pentagon verstärkt. Sowohl für das umliegende Gelände als auch im Inneren des Gebäudes. Vor dem 11. September gab es im Pentagon eine Polizeitruppe, eine Art Sicherheitsdienst. Danach wurde die Pentagon Force Protection Agency gegründet. Diese sogenannten Pentagon-Polizisten sind den Mitarbeitern hier eher lästig. Sobald etwas mit dem Dienstausweis nicht stimmt, lassen sie einen nicht mehr rein. Aber für die Sicherheit im Pentagon sind sie äußerst wichtig. Bei der Zugangskontrolle verwenden wir die allerneueste Technik. Dieser Bereich entwickelt sich ja ständig weiter. Von Netzhaut bis Handgeometrie-Scannern gibt es da alles Mögliche. Die Pentagon-Polizei ist auf alles vorbereitet.
Ihre Mitarbeiter sind für den Umgang mit chemischen, biologischen, radiologischen und sogar nuklearen Gefahren geschult. Mein Motto lautet, wir schützen die, die unser Land schützen. Das macht unseren Leuten klar, dass sie hier eine wichtige Rolle spielen. Die Männer tun alles, um einen Angriff von außen zu verhindern. Aber wie stellt man sicher, dass aus dem Innern des Pentagon nichts nach außen dringt, das die Sicherheit der USA gefährdet? Um 9.37 Uhr schlug die Maschine mit 6 Besatzungsmitgliedern, 53 Passagieren und 5 Entführern an Bord in die Westseite des Pentagons ein. Beim Einschlag war das Flugzeug 850 Stundenkilometer schnell. Die vollen Tanks explodierten sofort. Die Westseite des Pentagons ging in Flammen auf. Es gab eine riesige Explosion, so etwas hatte ich noch nie gehört. Und dann kam von hinten links ein Feuerball angerollt, der sich unter der gesamten Decke ausbreitete. Es wurde unerträglich heiß. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Dieser massive Beton- und Stahlbau hat gebebt, als das Flugzeug einschlug. Das Flugzeug bohrte sich durch 3 der 5 Ringe und wurde dabei von den Betonpfeilern zerfetzt. Tausende Liter Kerosin gingen in Flammen auf. Feuerbälle wälzten sich durch die Flure und in die Büros. Ich wurde durch die Luft geschleudert und wusste nicht mehr, wo ich war. Als hätte jemand das ganze Zimmer hochgehoben und es wie eine Puppenstube durchgeschüttelt. Ich habe die Hände ausgestreckt, weil ich nichts sehen konnte, aber alles war glühend heiß, selbst der Fußboden. Auf allen Vieren habe ich versucht, irgendwie da rauszukommen. Während die Feuerwehr gegen das Inferno ankämpft, versuchen Rettungskräfte, Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Männer rannten ins Gebäude, wurden von einem Feuerball überrollt, aber holten trotzdem andere daraus. Eine Frau lief zurück ins Gebäude und geriet ins Feuer. Als sie rausrobte, klammerten sich andere an ihre Beine. Eingeschlossene versuchten, Fenster einzuschlagen. Die Helfer hatten aber kein Werkzeug, also mussten sie die Scheiben mit bloßen Händen zertrümmern. Zum Schrecken seiner Sicherheitsleute kam Verteidigungsminister Rumsfeld herübergelaufen, um Verletzten auf Tragen zu helfen. Ziemlich bemerkenswert. Es war beeindruckend zu sehen, wie Menschen zurück ins Gebäude liefen, um ihre Kollegen zu retten. Oft konnten sie nur mit Hilfe der Stimme herausleiten, denn man konnte nichts sehen. Dann habe ich eine Stimme gehört, die sagte, ich müsse durch die Tür auf der anderen Seite des Zimmers. Das Feuer kam den Satelliten und Computeranlagen auf dem Dach immer näher, über die das Pentagon mit seinen Truppen und Befehlshabern weltweit in Verbindung steht. Wäre diese Verbindung zerstört worden, hätte das katastrophale Folgen gehabt. The National Military Command Center is a Das Kontrollzentrum des Verteidigungsministeriums ist eine Art Tresor mit allen vertraulichen Informationen von weltweiter Relevanz. Es ist rund um die Uhr besetzt. Von dort aus werden der Präsident und der Verteidigungsminister über die aktuelle Lage informiert. Und nur sie sind befugt, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Das Pentagon musste unbedingt in Betrieb bleiben, um das US-Militär einsatzfähig zu halten. Das Kühlsystem und die Elektrik des Pentagons mussten ebenfalls weiterlaufen, sonst wären sofort alle Computer abgeschaltet worden. Und ohne Computer kann man kein Militär mehr führen. Auch der Wasserdruck musste aufrechterhalten werden, um die Löscharbeiten nicht zu gefährden.
Einige Techniker riskierten in dem dichten Rauch ihr Leben, als sie versuchten, Wasserleitungen zu schließen. Alles, um die Kommandozentrale zu retten. In dem zerstörten Gebäudeteil flogen Akten mit streng geheimen Dokumenten herum. Unter Hochdruck versuchten Sicherheitsleute, die Informationen über weltweite Militäroperationen aus den Trümmern zu bergen. Die Sicherheitsleute versuchten, alle Tresore und Aktenschränke zu bergen, die geheime Informationen enthielten. Die Navy SEALs zum Beispiel wollten Dokumente mit Informationen über ihre Vorgehensweise und wichtige Geheimdienstinformationen sichern. Denn ihr Büro war zu diesem Zeitpunkt frei zugänglich. Nach Aussage von Feuerwehrleuten segelten dort Papiere mit der Aufschrift Top Secret durch die Rauchschwaden. Documents labeled Top Secret literally floating on wafts of smoky air. Als sich der Rauch verzog, zählte man 189 Tote und Hunderte Verletzte. Nichts war mehr wie zuvor, weder im Pentagon noch im Rest der USA. September 2001, Bedeutung. Der 11. September begann wie ein ganz normaler Tag. Gegen 8:45 kam dann eine Kollegin rein und fragte, ob ich schon wisse, was in New York passiert sei. Ich wusste von nichts und sie sagte, das musst du dir ansehen. Wir sahen, was in New York passierte und wussten also, dass irgendetwas los war. Am selben Morgen war American Airlines Flug 77 von Washington Dulles International Airport nach Los Angeles gestartet und über Ohio entführt worden. Was niemand ahnte, die Boeing 757 befand sich auf direktem Kurs auf das Pentagon. Als sich das Flugzeug dem Gebäude näherte, flog es einmal um das Pentagon herum und ging dann in den Sinkflug über. Ich ging gerade in mein Büro, als ich ein dumpfes Donnern hörte. Dann fingen die Lampen im Zimmer an zu flackern. Um 9.37 Uhr schlug die Maschine mit 6 Besatzungsmitgliedern, 53 Passagieren und 5 Entführern an Bord in die Westseite des Pentagons ein. Beim Einschlag war das Flugzeug 850 Stundenkilometer schnell. Die vollen Tanks explodierten sofort. Die Westseite des Pentagons ging in Flammen auf. Es gab eine riesige Explosion, so etwas hatte ich noch nie gehört. Und dann kam von hinten links ein Feuerball angerollt, der sich unter der gesamten Decke ausbreitete. Es wurde unerträglich heiß. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Dieser massive Beton- und Stahlbau hat gebebt, als das Flugzeug einschlug. Das Flugzeug bohrte sich durch 3 der 5 Ringe und wurde dabei von den Betonpfeilern zerfetzt. Tausende Liter Kerosin gingen in Flammen auf. Feuerbälle wälzten sich durch die Flure und in die Büros. Ich wurde durch die Luft geschleudert und wusste nicht mehr, wo ich war. Als hätte jemand das ganze Zimmer hochgehoben und es wie eine Puppenstube durchgeschüttelt. Ich habe die Hände ausgestreckt, weil ich nichts sehen konnte, aber alles war glühend heiß, selbst der Fußboden. Auf allen Vieren habe ich versucht.
Jetzt war alles möglich. Zu Spitzenzeiten waren 15.000 Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt. Der Bau des Pentagons war im Wettlauf mit der Zeit. Die Architekten und Bauzeichner kamen mit den Plänen kaum hinterher. Eine Welle von Patriotismus und auch Panik trieben den Bau des Gebäudes voran. Nach nur 16-monatiger Bauzeit war der neue Sitz des Kriegsministeriums fertiggestellt. Bis heute ist er die Kommandozentrale des US-Militärs. Dies ist der Innenhof des Pentagons. Der Pavillon hinter mir ist heute ein Kiosk. Auf dem Dach sitzt eine kleine Eule. Als ich während des Kalten Krieges anfing, für das Pentagon zu arbeiten, nannte man diesen Bereich Ground Zero. Wir waren überzeugt, das Fadenkreuz einer Atombombe sei genau auf diese Eule gerichtet. Wenn ich als junger Offizier hier im Pentagon unterwegs war, habe ich manchmal eine Abkürzung durch den Innenhof genommen. Und jedes Mal stellten sich mir dabei die Nackenhaare auf. Ich war sicher, jeden Moment fällt mir die Bombe auf den Kopf. Aber welche Strategien werden hinter diesen Mauern im 21. Jahrhundert entwickelt? Ein Großteil dessen, was hier passiert, ist alltägliche Büroarbeit. Aber hier werden natürlich auch geheime Pläne und Strategien entwickelt, Geheimdienstinformationen ausgewertet oder wichtige Meetings abgehalten. All das geschieht allerdings hinter verschlossenen Türen. Im Pentagon werden alle wesentlichen Entscheidungen getroffen, die das US-Militär betreffen. Hier sitzen die wichtigsten Leute der amerikanischen Streitkräfte. Dadurch ist das Pentagon auch eine Zielscheibe für Terroristen. Es ist ein Angriffsziel, weil es die militärische Stärke Amerikas symbolisiert und alle ranghohen Entscheidungsträger der US-Streitkräfte beherbergt. September 2001. Mit entführten Linienflugzeugen verübt das Terrornetzwerk Al-Qaida Anschläge auf die USA. Die Ziele, Orte von strategischer, wirtschaftlicher, politischer und militärischer Bedeutung. Der 11. September. Das Pentagon wurde gerade renoviert und dieser Gebäudeteil gerade erst fertiggestellt. Wäre die Maschine einen Monat später ins Pentagon eingeschlagen, hätte es dort viel mehr Tote gegeben. Das Flugzeug traf den Teil des Gebäudes, der als einziger flächendeckend mit einer Sprinkleranlage ausgestattet war. Nur dort gab es Panzerglasfenster, stahlverstärkte Wände und eine Splitterschutzverkleidung. Aus den Renovierungsarbeiten wurde über Nacht ein Wiederaufbau. Aber warum musste alles so schnell gehen? Man wollte schnell wieder voll handlungsfähig sein. Hinzu kam die große symbolische Bedeutung. Das Pentagon sollte besser werden als je zuvor. Die Arbeiter selbst hatten die Idee, das Gebäude bis zum ersten Jahrestag der Anschläge fertig zu haben. Diesen Wiederaufbau nannten sie Phoenix Project. Das war für alle eine Frage von Ehre und Nationalgefühl. Zu Spitzenzeiten haben 4000 Leute gleichzeitig am Wiederaufbau gearbeitet. Sie wollten den Terroristen zeigen, wie Amerikaner reagieren, wenn man ihnen so etwas antut. Viele waren rund um die Uhr hier. Wenn ich zur Baustelle kam, fand ich Männer vor, die auf dem Hubschrauberlandeplatz schliefen, um irgendetwas mit mir zu besprechen, wenn ich eintraf. Durch diesen enormen Einsatz gingen die Arbeiten zwar schnell voran, es hätte aber nicht ausgereicht, um die selbstgesetzte Frist zum Jahrestag einzuhalten. Welche ungewöhnlichen Maßnahmen wurden also ergriffen, dass das Pentagon trotzdem noch rechtzeitig fertig wurde?
Wir machten immer erst den Tagesplan und dann die Zeichnungen, anstatt andersherum. Einmal wollten wir eine Wand bauen, in die dann Rohre verlegt werden sollten. Die Wand war aber noch nicht fertig, also haben wir zuerst die Rohre verlegt und die Wand drumherum gebaut. Normalerweise läuft das natürlich andersrum. Alle waren sehr flexibel. Gleichzeitig wurden aber auch neue, strengere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Mitarbeiter zukünftig besser zu schützen oder solche Angriffe bestenfalls zu verhindern. Die Straße 110 wurde etwas nach Osten verlegt und die Westseite des Gebäudes verstärkt. Dort ist jetzt ein Damm und eine Schutzwand. Und wir haben noch andere Sicherheitsmaßnahmen eingebaut. Sollte eine Feind das Donnern hörte, dann fingen die Lampen im Zimmer an zu flackern. Um 9.37 Uhr schlug die Maschine mit 6 Besatzungsmitgliedern, 53 Passagieren und 5 Entführern an Bord in die Westseite des Pentagons ein. Beim Einschlag war das Flugzeug 850 Stundenkilometer schnell. Die vollen Tanks explodierten sofort. Die Westseite des Pentagons ging in Flammen auf. Es gab eine riesige Explosion, so etwas hatte ich noch nie gehört. Und dann kam von hinten links ein Feuerball angerollt, der sich unter der gesamten Decke ausbreitete. Es wurde unerträglich heiß. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Dieser massive Beton- und Stahlbau hat gebebt, als das Flugzeug einschlug. Das Flugzeug bohrte sich durch 3 der 5 Ringe und wurde dabei von den Betonpfeilern zerfetzt. Tausende Liter Kerosin gingen in Flammen auf. Feuerbälle wälzten sich durch die Flure und in die Büros. Ich wurde durch die Luft geschleudert und wusste nicht mehr, wo ich war. Als hätte jemand das ganze Zimmer hochgehoben und es wie eine Puppenstube durchgeschüttelt. Ich habe die Hände ausgestreckt, weil ich nichts sehen konnte, aber alles war glühend heiß, selbst der Fußboden. Auf allen Vieren habe ich versucht, irgendwie da rauszukommen. Während die Feuerwehr gegen das Inferno ankämpft, versuchen Rettungskräfte, Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Männer rannten ins Gebäude, wurden von einem Feuerball überrollt, aber holten trotzdem andere daraus. Eine Frau lief zurück ins Gebäude und geriet ins Feuer. Als sie rausrobte, klammerten sich andere an ihre Beine. Eingeschlossene versuchten, Fenster einzuschlagen. Die Helfer hatten aber kein Werkzeug, also mussten sie die Scheiben mit bloßen Händen zertrümmern. Zum Schrecken seiner Sicherheitsleute kam Verteidigungsminister Rumsfeld herübergelaufen, um Verletzten auf Tragen zu helfen. Ziemlich bemerkenswert. Es war beeindruckend zu sehen, wie Menschen zurück ins Gebäude liefen, um ihre Kollegen zu retten. Oft konnten sie nur mit Hilfe der Stimme herausleiten, denn man konnte nichts sehen.